3, 2, 1, gehen wir live auf Instagram. Also, hi, hallo und herzlich willkommen aus meiner Streaming-Küche, wie immer ungeschminkt und ohne Greenscreen zwischen den Nachtschichten. Also, herzlich willkommen zum zweiten Live-Video 2023. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht und ihr habt euch nicht mit guten Neujahrsvorsätzen so überhäuft, wenn die überhaupt noch bestehen. Also 2023 mit Potternander, das heißt fette Ideen und Projekte, die zum Teil nur mit Unterstützung möglich sind. Also das erste dicke Ding steht in den Startlöchern und es soll auch schon bald losgehen. Auf jeden Fall wird es spannend, abenteuerlich, lustig, bleibt also dabei. Also habt ihr Lust auf Livestream und Insta-Talk? Gebt mir doch einfach mal Bescheid, ob ihr Bock habt. Kommentiert eure Themen, worüber man quatschen könnte, trete mit einer Anfrage dem Livestream bei. Also, die erste Tour des Jahres war eine Museumstour. Potternander war unterwegs im Ruhrmuseum. Spontaner Besuch, also noch im jungen Jahr 2023 auf dem Weltkulturerbe Zeche Zollverein. Also ab ins Museum, nicht bloß in irgendeines. Also, das Ruhrmuseum ist neben dem Museum Volkwang wohl das Museum, wenn es um die Geschichte und die Entstehung des Ruhrgebiets sowie um die Leute geht, die in der Region leben und gelebt haben. Also natürlich geht es auch um die Industrialisierung, den Aufbau, die Zerstörung, den Wiederaufbau, die Renaturierung und den gesamten Strukturwandel. Das Ruhrmuseum bedeutet Zeitgeschichte, chronologisch erleben und erfahren, wissen, wie das Ruhrgebiet entstanden ist, wer und was die Metropole geprägt hat und was sie immer noch bewegt. Also, es erwartete uns eine unfassbare Sammlung von unglaublicher Dimension und in einzigartiger Kulisse. Also, viel zu lange nicht mehr da gewesen. Und ihr? Okay. Was ist noch geplant? Interviews, Livestreams, Roomtours, Hotels, Restaurants, Kunst, Kultur, Tests, Checks und mehr. Das also ist Potternander, der Tralafitti-Blog aus dem Ruhrgebiet. Und das war erst einmal wieder soweit in aller Kürze. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Bis dahin, macht es gut. Euer Schrömi von Potternander. Ciao.